Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für alle Briefe, E-Mails, Gästebucheinträge und vieles andere, was wir von Ihnen erhalten. Das zeigt uns, dass die Stunde des Höchsten Fernsehgemeinde immer größer wird. Aus Hamburg hat uns folgende Zuschrift erreicht. Die Kraft und Zuversicht, die ich jedes Mal bei den Gottesdiensten von Ihnen empfange, hilft mir, das tägliche Leben zu meistern. Ich danke Ihnen, dass es Sie gibt. Ich sauge die Worte und Gedanken auf wie ein Schwamm. Danach fühle ich mich stark und richtig gut. Gott segne Sie und Ihr Team. Ganz herzlichen Dank für diese ermutigenden Zeilen. Ich bin mir nicht sicher, ob man eine Fernsehgottesdienstgemeinde sein kann. Wenn aber doch, wenn wir das sind, dann möchten wir genau das, Ihnen durch die Gottesdienste tröstende, hilfreiche, kraftvolle Impulse mitgeben für jeden Tag, um das tägliche Leben zu meistern. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Außerdem ist dabei Professor Dr. Harald Rau, der Vorstandsvorsitzende der Ziegloschen, die ja als diakonische Einrichtung hinter diesen Fernsehgottesdiensten stehen. Er wird uns Neuigkeiten aus dem Leben der Ziegloschen erzählen. Lassen Sie uns nun diesen Gottesdienst miteinander beginnen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Großer Gott, wir loben dich. Lassen Sie uns mit diesem Lied gemeinsam beginnen. Erhöre mich, wenn ich rufe. So ist Psalm 4 überschrieben. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander dieses Gebet sprechen. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe.
Zürnet ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hofft auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte folgendes Gebet sprechen. Gott des Lichts, wir preisen dich, der du der Morgen bist und der Abend, der Anfang und das Ende der Welt. Wir danken dir für die Ruhe der Nacht, für die vielen ruhigen Punkte dieses Tages. Und wir danken dir für das Licht. Von dir kommt alles, was geschieht. Du lebendige Kraft, gib deine Kraft uns, damit wir erwachen. Du alles umfassende Weisheit, lehre uns verstehen, wohin unser Weg führen soll. Du schaffst Freude in den Traurigen, Trost in den Schwermütigen, Klarheit in den Verwirrten, Lebenskraft in den Schwachen. Schaffe Licht auch in uns durch diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus der Bibel, aus Johannes 2, 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Musik.
Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten einmal mehr Professor Dr. Harald Rau, der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen. Sie wissen, die Zieglerschen, das diakonische Unternehmen, das eigentlich verantwortlich ist für diese Fernsehgottesdienste. Ich freue mich, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Hallo, Herr Dr. Rau. Gerne bin ich hier. Sagen Sie, was gibt's Neues in den Zieglerschen? Frei raus. Oh, es gibt so viel Neues. Wir weihen im Februar unsere neue Klinik, das Fachkrankenhaus Höchsten in Bad Saulgau ein. Ein großer Neubau für 80 Patientinnen, die abhängigkeitskrank sind. Die Planung ging 5 Jahre lang und jetzt endlich ist die Klinik am Start. Sie ist besonders, diese Klinik, weil sie speziell für Frauen geschlechtsspezifischen Ansatz hat und da deutschlandweit die älteste Frauenentwöhnungsklinik ist. Die alte Klinik ist in die Jahre gekommen und die neue war ein riesengroßer Kraftakt. Wir sind sehr froh, dass das jetzt läuft. Mhm. Interessante Nachricht für alle Ehemaligen auch, die bei uns waren. Mhm. Ab jetzt in Bad Saulgau. Dann gibt es Neues, dass wir jetzt gerade wieder die dritte Vesperkirche am Laufen haben, diesmal in Weingarten. Vesperkirche, Möglichkeit für alle Menschen, auch für arme Menschen, sich sehr günstig ein Essen zu kaufen, sich ärztlich untersuchen zu lassen, zum Friseur zu gehen, Begegnung zu erleben, Wärme mit Menschen zu erleben. Die letzten beiden Male in Ravensburg war die Vesperkirche mit immer größerer Resonanz über die Tage hinweg. Die letzten Tage waren 700 Menschen tägliche Besucher. Und so ähnlich erwarten wir es in Weingarten. Das heißt, Sie haben viel am Laufen, müssen sich in vielen Bereichen auch was völlig Neues überlegen. Das hört sich ein bisschen nach Gründergeist an, der früher geherrscht hat in der Diakonie. Ist da heute wirklich noch was zu spüren davon? Also ich glaube, wir haben ganz sicher Gründergeist weiterhin. Der unterscheidet sich von dem früheren Gründergeist sicherlich dahingehend, dass wir immer mehr Vorgaben von der Politik und Gesellschaft haben, wie unsere Arbeit im Detail auszusehen hat, was dokumentiert werden muss. Aber wir entwickeln uns ständig weiter und spüren dem nach, was bedürftige Menschen brauchen. Und das ändert sich an unserer heutigen Gesellschaft immer mehr. Es kommen Bedürftigkeiten von Menschen, die drogenabhängig sind, die in sogenannten Broken Homes aufwachsen, Kinder, die eigentlich keine richtigen Beheimatungen haben. Da gibt es ganz neue Schwierigkeiten und Auffälligkeiten, wo wir gefragt sind. Also Gründergeist, glaube ich, ist weiterhin spürbar. Und trotzdem sagen Sie, ist es ständig ein Kampf auch mit dem Geld. Sie sind als Vorstandsvorsitzender auch so was wie Botschafter von Ihrem Unternehmen. Richten Sie mal die Botschaft an die Politiker. Was heißt das denn, Kampf ums Geld zum Beispiel an Politiker oder die Gesellschaft? Also ich würde mal sagen, die Politiker haben schon verstanden und wissen es. Unsere Arbeit kostet Geld. Wer möchte, dass behinderte Menschen, dass alte Menschen, dass bedürftige Menschen versorgt werden, weiß, dass das Geld kostet. Auf der anderen Seite fürchte ich, dass unsere Gesellschaft immer mehr in zwei Klassen auseinanderfällt. In die Klassen derer, die reich sind, die sich eigentlich immer weniger kümmern. Und in die Klasse der Menschen, die selber bedürftig werden. Dieser sogenannte Mittelstand droht ja immer mehr abzurutschen. Und da ist schon der Appell an die Politik und an die Gesellschaft, vergesst bitte die Armen, die bedürftigen Menschen nicht in diesem Kampf, wo eigentlich jeder um sein Geld, seinen Status kämpft. Und die Gefahr ist schon groß, dass in Zeiten der Not man zuerst diejenigen kürzt, die sich an und für sich wenig wehren können. Also das wäre der Appell. Vergesst unsere bedürftigen Menschen nicht, sowohl was das Geld betrifft, wie auch was die Gesellschaft betrifft. Also Menschen, die arm, die krank, die behindert, die alt sind, die brauchen nicht nur Geld, die brauchen Integration, die brauchen Inklusion, angenommen sein von der Gesellschaft. Sie nennen ein Stichwort Inklusion. Das heißt ja, wenn ich es richtig weiß, so viel wie weg mit den großen alten Anstalten der Diakonie hin zu ganz kleinen Einrichtungen, hin auch dazu, dass die Gesellschaft sich wieder selber um die schwierigen Menschen, Alte, Kranke, Behinderte, Abhängige kümmern soll. Funktioniert das? Schwierig, aber ich möchte noch mal den Begriff Inklusion kurz erklären. Früher war die Idee der Integration. Es gibt ausgesonderte Menschen, die sollen sich integrieren in die Gesellschaft. Inklusion heißt eigentlich, dass die Gesellschaft von sich aus sagt, wir wollen alle Mitglieder dieser Gesellschaft einschließen, inkludieren. Egal ob krank, arm, behindert, reich oder wie auch sonst gelagert. Und damit ist Inklusion eine Aufgabe unserer Gesellschaft.
Und diese Gesellschaft, die hat mit dieser Aufgabe eine große Aufgabe. Die können wir jetzt als Werk, als Diakonie unterstützen, aber nie letzten Endes gestalten. Für uns heißt es, dass wir immer kleinteiliger werden sollen und wollen, immer mehr dorthin gehen mit unseren Angeboten, wo Menschen wohnen und dort Möglichkeiten dieser Inklusion fördern. Das geht sicherlich, aber es kommt wieder der Faktor, diese kleinteilige Betreuung ist teurer. Wenn ich nur 8 Menschen in einem Haus betreue, kostet der einzelne Betreuungsplatz mehr Geld, wie wenn dieser Betreuungsplatz in einem Heim mit 100 Plätzen ist. Und dafür ist unsere Gesellschaft, so wie ich es derzeit wahrnehme, noch nicht wirklich bereit genug zu sehen, jawohl, diese Inklusion ist richtig, aber sie kostet Geld. Die Zeit ist schon zu Ende. Ich möchte Ihnen trotzdem noch eine Schlussfrage stellen. Die Zieglerschen haben viel zu tun als Diakonie. Jetzt machen Sie seit fast 1,5 Jahren auch noch den Fernsehgottesdienst. Was antworten Sie einem Menschen? Wozu macht ihr sowas? Wir als Diakonie empfinden mindestens zweierlei Aufträge. Der eine Auftrag ist, wir wollen im Sinne Jesu Dienst am Nächsten tun. Und wir wollen das tun durch unser Handeln. Aber wir wollen es auch tun durch Verkündigung. Wir wollen weitererzählen, was Glaube bedeutet, wie Glaube sich weiter verbreitet. Und auf die Weise wollen wir gern von unserer Arbeit auch durchaus erzählen und wollen das Wort Gottes verkündigen. Insofern passt dieser Fernsehgottesdienst als eine neue Form unseres diakonischen Auftretens in die Landschaft. Ich freue mich sehr, dass dieser Gottesdienst viele Menschen erreicht. Und Sie waren einmal mehr heute zu Gast. Herzlichen Dank. Kommen Sie wieder. Berichten Sie uns wieder, was es sich in den Zieglerschen tut, was sich Neues ergibt. Wir wünschen alles Gute für Ihre Arbeit. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal, Herr Professor Rau. Dankeschön. Ich komme gerne wieder. Ansichtssache. Zum Beispiel hier, das berühmte Wasserglas. Ist es halb voll oder halb leer? Sie geben mir recht, das ist Ansichtssache. Hier, eine Personalakte. Steht eigentlich alles drin, was uns gelungen ist und was nicht gelungen ist? Steht drin, was wir geleistet haben, aber auch das, was wir nicht leisten konnten. Das ganze Tun und Lassen eines Menschen schön fein säuberlich archiviert. Wie beurteilt man uns? Halbvoll oder wertvoll? Was bin ich wert unter dem Strich? Sie geben mir recht, auch das ist Ansichtssache. Hier ein Kalender. Prall gefüllt mit Terminen, viel, was gelungen ist, viel, was nicht gelungen ist. Wie beurteile ich die zurückliegende Zeit? Wie beurteile ich das, was kommt?
Gut, nicht gut, gelungen, nicht gelungen. Auch hier wieder gilt, das ist eigentlich Ansichtssache. Der Dichter Heinrich Heine bringt das einmal so auf den Punkt, die Sache mit der Ansichtssache. Die Herrlichkeit der Welt ist immer adäquat der Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Der Gute findet hier sein Paradies, der Schlechte genießt schon hier seine Hölle. Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte lesen vom Busfahrer Moschi, der seine feste Sicht der Dinge hatte und daraufhin alles beurteilte und verurteilte und der durch ein Erlebnis eine völlig neue Sicht der Dinge bekam. Die Geschichte erzählt Lea Fleischmann in einem ihrer Bücher vom Busfahrer Moschi, der einen neuen Sinn im Leben fand. Die israelischen Busfahrer haben die Eigenschaft, ununterbrochen das Radio laufen zu lassen. Und auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen wird man pausenlos von seichter Musik und den Nachrichten berieselt. In Moschis Bus hingegen läuft nicht das Radio auf Hochtouren, sondern ein Kassettenrekorder mit Moralreden. Aus dem Lautsprecher tönt entweder Kletschmermusik oder jemand spricht über Gott oder er spricht über die Tora und welche Pflichten das religiöse Gesetz dem Menschen auferlegt. Fragen wir, was sich bei Moschi und seinen Ansichten im Bus verändert hat. Er erzählt: Früher war ich ungeduldig und habe beim Fahren nur daran gedacht, wann die Strecke zu Ende ist und ich endlich eine Pause machen kann. Sobald ich mich hinter das Lenkrad setzte, sah ich auf die Uhr, wann endlich der Tag herum ist. Die Arbeit war unangenehm und schwer und der Bus ständig überfüllt. Die Menschen drängelten, der Verkehr war zäh und heiß war es außerdem. Und jedes Mal, wenn ich mein Gehalt bekam, ärgerte ich mich, wie wenig ich verdiente. Aber mit der Arbeit aufhören konnte ich auch nicht, denn ich habe ja eine Frau und meine Kinder, die ich versorgen muss. Eines Tages unterhielt ich mich mit einem Fahrgast und der Mann schlug mir vor, einmal in der Woche bei ihm Tora zu lernen. Was soll ich mit der Tora? Fragte ich ihn. Wird sie mein Gehalt erhöhen oder meine Lebensbedingungen verbessern? Vielleicht wird sie dein Leben verbessern, antwortete er. Der Rabbi fuhr jeden Tag meine Strecke und irgendwann habe ich mir gedacht, was kann es schaden, wenn ich, statt mich vor den Fernseher zu setzen, einmal zu ihm gehe, mal sehen, was er zu sagen hat. An diesem Abend sprach der Rabbi von den großen Wundern, die Gott seinem Volk Israel gegenüber tat, und er zitierte die Propheten. Darüber hatte ich noch niemals nachgedacht, es war interessant. Eines Tages sprach der Rabbiner davon, dass jeder Mensch eine Bestimmung auf dieser Welt habe. Und ich fragte mich, Moschi, was ist deine Bestimmung auf dieser Welt? Muss ich ein Leben lang diese Arbeit hinter dem Lenkrad verrichten? Anscheinend ja, denn ich hatte ja nichts anderes gelernt. Eines Nachts kam mir eine Idee. Ich werde in meinem Bus nicht mehr das Radio mit der Musik und den Nachrichten einschalten, sondern Kassetten von Rabbinern einlegen und meine Fahrgäste werden auf ihrem Weg Tora lernen. Mag von 50 nur einer zuhören, mag an einem Tag oder in einem Monat nur einer auf andere Gedanken kommen, ich erfülle eine wichtige Aufgabe. Und Moschi erzählt weiter, seit jener Nacht verstehe ich, dass ich nicht nur einen Bus zu führen habe, sondern auf meine Weise auch einen Weg zu Gott ebne. Und auf einmal geschah etwas Wunderbares. Nicht mehr die Pausen sind mir wichtig, sondern die Fahrten. Nicht der Feierabend, sondern die Arbeit. Und jeder Stau freut mich, weil meine Fahrgäste dann länger zuhören können oder müssen. Den ganzen Tag freue ich mich an den Worten, die mich stärken, und für diese Freude bekomme ich am Ende des Monats auch noch Lohn. So haben sich die Ansichtssachen von Moschi verändert. Nicht nur beim Busfahrer Moschi haben sich die Ansichten geändert durch das Wort Gottes. Bei David scheint sich auch viel zu verändern und er schreibt in Psalm 119 davon. Der ganze Psalm 119 ist
reine Ansichtssache und wie man seine Ansichten der Dinge durch das Wort Gottes verändert bekommt. David sagt zum Beispiel in Vers 82, meine Augen sehnen sich nach deinem Wort. Und er schreibt in Vers 104, dein Wort macht mich klug. Und ein Vers weiter sagt er, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, das Wort Gottes ist etwas für die Augen, etwas fürs Hirn und etwas für die Füße. Mit den Augen sehen wir. Und das, was wir sehen, beurteilen wir auch. Mit dem Hirn wird lebenslang gelernt und dann wird gewusst, wie. Allerdings auch oft verurteilt und beurteilt. Und mit den Füßen wird mancher alte Weg verlassen, neue Wege werden eingeschlagen. Oft wird aber auch mit den Füßen abgestimmt, wenn einem etwas nicht passt. Wenn unsere Sicht der Dinge die einzig wahre scheint. Das Wort Gottes rückt die Dinge in ein neues Licht, hilft den Augen, etwas neu zu sehen, hilft dem Hirn, etwas neu zu denken, hilft den Füßen, neue Wege einzuschlagen. David hatte viele Ansichtssachen zu überdenken, familiäre Dinge, berufliche Dinge, religiöse Dinge, finanzielle Dinge, Dinge, wo er Verantwortung aufgeladen bekam. Das Wort Gottes half ihm, zu diesen Dingen eine neue Sicht der Dinge zu bekommen. Wie gesagt, Ansichtssache. Das Glas ist halb voll. Personalakte. Trotz den Dingen, die uns misslungen sind, an denen wir gescheitert sind, sind wir wertvoll. Das ist Ansichtssache. Und das Jahr 2011, das Jahr 2012, welches auch immer, es ist voll von Möglichkeiten. Voll von Chancen. Alles ist nur eine Sache von Ansichtssache. Gönnen Sie sich eine neue Sicht der Dinge, vielleicht so wie der kleine Junge in folgender Geschichte. Eines Tages nahm ein Vater seinen Sohn mit auf einen Ausflug aufs Land, um zu zeigen, wie arm Menschen sein können. Sie verbrachten den Tag und eine Nacht auf dem Bauernhof einer sehr, sehr armen Familie. Als sie von ihrem Ausflug zurück waren, fragte der Vater seinen Sohn, nun, mein Junge, wie war der Ausflug? Schön, Papa. Und fragte der Papa, hast du auch mitbekommen, wie arm die Menschen sein können? Fragte der Vater. Ja, sagte der Sohn. Und was hast du daraus gelernt? Der Sohn antwortete, ich habe gesehen, dass wir einen Hund bei uns zu Hause haben und dort haben sie vier. Wir haben einen Swimmingpool. Sie haben einen Bach, der bis zum Horizont reicht. Wir haben aus dem Ausland importierte Lampen im Garten. Sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten. Sie sehen den Himmel. Als der Junge das gesagt hatte, war der Vater sprachlos. Und dann fügte sein Sohn noch hinzu, danke, Papa, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Ansichtssache. Amen. Es ist gute Tradition, in den Gottesdiensten der Christen füreinander und miteinander zu beten. Wir möchten gerne für Ihre Anliegen beten, im Fürbittengebet, konkret hier auch im Gottesdienst. Ich möchte Sie einladen, dass Sie uns Anteil geben an Ihren kleinen und großen Sorgen.
Das können Sie tun, indem Sie auf unserer Homepage uns Gebetsanliegen zukommen lassen, die dort auch veröffentlicht werden, damit auch andere dafür beten. Schauen Sie rein, www.stundedeshoechsten.de. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Heiliger Gott, durch Jesus Christus, unseren Vater, aus dem, was du getan hast, tust und tun wirst, gib uns Kraft, Mut und Fantasie, selber auch etwas zu unternehmen. Mach uns klar, nötiger als alles Klagen und Zweifeln in dieser Welt ist, dass wir aus deiner Liebe heraus ein bisschen mehr wagen. Nimm alle Gleichgültigkeit und Feigheit von uns. Deine Gemeinde ist das Salz der Erde, das Licht der Welt, die Stadt, die auf einem Berge liegt. Herr, immer wieder erschrecken wir vor großen Aufgaben und immer wieder verachten wir die kleinen Möglichkeiten. Nimm uns an der Hand und zeige uns, dass das ganz Große von dir schon getan ist. Und lehre uns, dass nichts klein bleibt, wenn es nur ein kleiner Hinweis ist auf dein großes Erbarmen über alle Welt. Und nun lassen Sie uns miteinander so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kennen Sie die Geschichte von der Salzsäule? Mich hat sie schon als Kind fasziniert. Sie steht in der Bibel im Alten Testament. Dort heißt es, kurz bevor die Städte Sodom und Gomorra in einem Feuer- und Schwefelregen untergingen, kamen Engel Gottes, um Lot und seine Familie rechtzeitig aus Sodom zu führen und zu retten. Sie drängten zur Eile, denn der Untergang der Stadt stand direkt bevor. Erst im letzten Augenblick war die Familie dazu bereit und ließ sich von dem Engel hinausführen. Hinter ihnen brannte es bereits. Rette dein Leben und schau nicht zurück, rief einer der Engel. Doch Lots Frau drehte sich um und erstarrte zur Salzsäule. Eine Salzsäule, das ist wohl so etwas Ähnliches wie ein Denkmal, starr und unbeweglich. Und nur auf die Vergangenheit gerichtet. So wie Lots Frau, die sich nicht von ihrer Heimat trennen und nicht loslassen konnte. Viele Leute sind schon zu ihren Lebzeiten ihr eigenes Denkmal. Sie sind in der Vergangenheit gefangen. Veränderung meiden sie um jeden Preis, weil es ihnen große Angst macht. Ich will mich hier in dieser Welt nicht bequem einrichten und nur Zuschauer des Lebens sein. Ich will selbst mitspielen. Ich will wachsen an Liebe und Fröhlichkeit, an Glauben und Weisheit. Wie gut, dass Veränderung ein Leben lang möglich ist. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorge. Geh mit Gottes Segen, geh ihn mutig voran. Einzigartig täglich für dich sorgen. Er kennt deine Grenzen und er wird dich tragen. Auch wenn du und deine Kräfte auf dem Weg versagen. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorgen.
Ecken, die sonst keiner von dir kennt. Er steht auch noch dann zu dir, wenn alles um dich brennt. Er fühlt mit dir, wenn dich plötzlich all dein Mut verlässt. Seine Hand gibt immer, was du brauchst und hält dich fest. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh mit Gottes Segen voran. Alles hat seine Zeit, das Feiern und das Nichtfeiern. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben möchten, freuen wir uns auf Ihre Post, auf Ihre E-Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort gibt es auch Informationen rund um unsere Arbeit. Sie können die Predigten herunterladen und Sie können Postkarten bestellen, mit denen Sie noch andere auf diese Fernsehgottesdienste hinweisen können. Ich sage es Ihnen ehrlich, eine Minute Fernsehgottesdienst kostet uns ca. 67 Euro. Das ist viel, vor allen Dingen, wenn man jeden Sonntag 45 Minuten Fernsehgottesdienst dreht. Vielen Dank für alle Unterstützung, die wir von Ihnen schon erhalten haben. Das hilft uns, denn wir können diese Arbeit nicht nur aus den eigenen Mitteln tun. Danke für Ihre Hilfe. Wir haben ein kleines Geschenk für Sie. Wenn Sie sich bei uns heute das erste Mal melden, egal wie, mit einem Gästebucheintrag oder per E-Mail oder per Telefon, erhalten Sie von uns eine CD-Card. Das ist eine vierseitige Karte mit einer kleinen CD und einem schönen Lied drauf. Bekommen Sie kostenlos. Es lohnt sich also. Melden Sie sich. Wir sehen uns hoffentlich wieder sonntags 8.30 Uhr oder um 14 Uhr, mittwochs um 24 Uhr, freitags um 6 Uhr und am Samstag um 12 Uhr mittags. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Stunde des Höchsten ist ein Fernsehgottesdienst, hinter dem die Zieglerschen stehen, ein diakonisches Unternehmen mit langer Tradition. Uns ist wichtig, den Menschen zu einem erfüllten Leben zu helfen und das in Wort und in Tat. Wer wir sind, in welchen Arbeitsbereichen wir tätig sind, das möchten wir Ihnen gerne mit einem kleinen Film zeigen. Seit fast 200 Jahren kümmern sich die Zieglerschen im württembergischen Wilhelmsdorf um hilfesuchende Menschen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe mutiger und engagierter Christen. Inzwischen sind die Zieglerschen zu einer großen diakonischen Einrichtung geworden. Fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 6000 Hilfesuchende. Freut ihr euch schon? Fliegen? Hast du ein bisschen Herzklopfen? In unseren Seniorenzentren finden alte Menschen eine neue Heimat. Viele von ihnen sind hochbetagt oder schwer demenzkrank. Der richtige Ansprechpartner sind wir aber auch für junge Menschen, etwa mit schwierigem sozialen Hintergrund. Mit Wertschätzung und Kompetenz geben wir Starthilfe für ein gelingendes Leben. Suchtkranke Menschen finden bei uns Begleiter auf dem Weg in eine freie und zufriedene Zukunft. Auch Menschen mit Behinderung sind bei den Zieglerschen zu Hause. Sie erfahren fördernde Betreuung und treffen Freunde fürs Leben. Kinder und Jugendliche mit Hörsprachproblemen betreuen wir vom Kindergarten an.
Viele Therapieangebote und Spezialschulen machen sie zu mutigen Menschen, die das Leben zu meistern wissen. Bei den Zieglerschen tragen die Menschen das Herz am rechten Fleck. Genauso ist ihre Unterstützung bei uns am richtigen Ort. Danke, dass Sie uns helfen, diese Arbeit zu tun. Mehr Informationen über uns bekommen Sie auch auf unserer Homepage www.zieglersche.de oder rufen Sie uns an oder planen Sie einmal einen Ausflug zu uns ins Oberschwäbische nach Wilhelmsdorf. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Zeit. Gott segne Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.